shall try a wars. Red Arrow versus Luminous Path. Mm-hmm. What do you think of the Luminous Path Triad? Cowards, soon to be gone. They have to steal weapons because they have lost the traditional arts. What kind of weapons? They murdered the Red Arrow leader to get the sword he invented. How do you invent a sword? It uses modern technology. I pay the Red Arrow, even though the Luminous Path compound is 50 meters away. Okay. Many public. Und was hältst du von what den anderen? Think of the Red Arrow Triad? They will control all of Wen Chai in a few weeks. You sound certain. The fighting is not going well for the Luminous Path. Okay. Willkommen in Wen Chai. Eine Karte. Bilder. Wen Chai District. So, wo komme ich denn her? Keine Ahnung. Ja. Yes, a little something to brighten up the lab. Was? Ich will hier durch. Mehrere Explosionen vor einigen Tagen. Die Gegend im Wanchai Terminal ist abgeriegelt, okay? Mysteriöse Krankheitsfälle sind nicht der graue Tod, sondern eine Grippewelle. Okay. Das ist wohl Bevölkerungsberuhigung, nehme ich an. Da ist Lucky Money. Oh, ich glaube, ja, hier geht's raus. Ich möchte mich aber zuerst noch auf dem Markt komplett umschauen. Ich wollte nur noch nicht in das Restaurant rein, weil da wohl irgendwas ist, wo es weitergeht. Okay, da geht's auch raus. Ah, das da wahrscheinlich. Such a quaint little market. Perhaps a present for your girlfriend? Was da? Nö, die sind nicht schön genug. 3 Dietriche, 75% für ganz viel Seufood und Soda. Andererseits direkt nebendran ein Sicherheitsspot. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Nein, auch hier passt der Code nicht. Und ich will mich irgendwie nicht zur Polizei reinhacken. Nee, das lasse ich mal besser sein. Old China Hand. Okay. Sehr viele Abschnitte hier. Oh mein Gott, ist das hier komplex. Hä? Wo bin ich da gerade rein? Das war doch hier ums Eck. Was? Wo bin ich hier? Ich gehe wieder runter. Ich gehe zu dem Money-Teil, zu dem Money-Restaurant. Ich habe das Gefühl, ich werde mich hier nicht nur einmal verlaufen. Also gehe ich gleich hin, bevor ich vergesse, wo das war. Please, look around. Genau da. Was war's? Lucky Money. Eine Code-Tafel? Was war im Lucky Money noch gleich? Keine Ahnung. Irgendwas war im Lucky Money. Ich weiß gar nicht mehr was. Einmal das Lucky Money Club. Eine Underground Mall. Oh, warum nicht? Polizist? Okay, der ist friedlich. The mall area is perfectly safe. If you want a good time, I recommend the Lucky Money. We patrol this area 24 hours. Okay, das klingt doch gut. Das heißt, wenn ich da jetzt einbrechen will, dann würdet ihr mich wahrscheinlich aufhalten, oder? War ja klar. Ja. Schon kapiert. Keine Sorge, ich mach keinen Unsinn. Alles gut. Ich bin ein friedlicher Bürger. Mit Implantaten zugegeben, vielleicht nicht ganz normal. I'm meeting someone. Hey man, where are you from? The States. We're from Australia. Hmm. On vacation? Let's just wait for Russ. He's kinda cute. What's your name? JC. Is this a good club? Oh, totally. And it's a Red Arrow place? They get everything real cheap. Look, can we ask a big favor? Sure. My friend and I,
It's so silly. We left our credit cards at the hotel. Think you could get us in? How much do you need? Only 20 each. We get in for 20. Soll ich denen helfen? Sie könnten Informanten sein, wenn sie mir vertrauen. Und für 40 Credits? Ja klar. Sure. Right, you like to dance then? Let's go. You're so bad. Ich will nicht mit dir tanzen. Ich will, dass du mir Informationen gibst, zum Beispiel, wo ich Tracer Tong finde. Leather boots. For you, 25 credits admission. Okay. There you go. Perfect. I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog who needs a master. Nein. Guten Tag. Good evening. Hello there. Sorry to bother. Have a pleasant evening. Spaghetti. Good evening. Hello there. Nee, toller Schuppen. Doch. Great place, ja. Isn't it? People have the wrong idea about the Triads, you know. In what way? They run the economy. The black market prices in clubs like this let people have a good time. Schwarzmarkt, eh? Naja, solange es den Leuten gut geht und keiner zu Schaden Hello. Kommt. Hallöchen. Hello, do you like to dance? Ich suche Please, jemanden. You choose 100 credits. Nein. I'll be waiting. Thanks for getting me in. Nee. I've seen so many troopers. They must be close to a breakthrough. But which division? Stay in the dance area. Nö. Check the alarm. I see you in the corner, Nein. Smoldering, hostile. Everyone will wonder who you are. I do not like the way you look. Merken die das? Scheint wohl nicht so. Go call a Russian sailor a nasty name. I want to see you fight. I like a man with a lot of zippers. Und das haben die jetzt nicht mitgekriegt. Okay, cool. Jetzt habe ich aber bloß gerade ein bisschen Mist gebaut. Ich bin nämlich abgerutscht. Und deswegen habe ich jetzt 3 Multitools gebraucht statt 2. Weil ich jetzt hier einfach weggeguckt habe. Und dann wurde das Multitools schon verbraucht. Aber es hat halt nur die Prozent abgezogen bis dahin, wo ich zur Seite geguckt habe. I don't like be- I don't believe I know you. Nö, ich kenne dich auch nicht. Kenn ich dich? Who are you? Versa Life, das kenne ich doch irgendwo her. Is involved in something criminal. Versa Life kenne ich doch irgendwo her. Restrooms. Na, erstmal hier rum. Niemand? Okay, hinter dem Spiegel ist also auch nichts. Es scheint niemand zu kommen, also kann ich auch hier rein. Gangsters, auf den Toiletten ist niemand. Gangsters. Betäubt, hä? Komisch, wer würde denn bitte schon ein vergnügungssüchtiges Mädchen betäuben? Also bitte, das müssen doch ganz fiese Schurken sein. So, was haben wir hier? Aha, da geht's weiter hoch. Eine Kamera. Drüben scheint ein Fernseher zu sein. Die sind auch alle grün. Move it. Matrosen. Dimitri. I spill my drink. Russische Matrosen. Was liegt da? Hey, Evgeny. Evgeny, where is Evgeny? Genau. So sieht Fernsehen in China aus. Nein, in Hongkong, Entschuldigung. Ah, nee. Auch in Hongkong ist die Billardphysik nicht so die tollste. Nee, lass mal. So, was gibt's denn hier alles? Und irgendwie gibt's hier nicht so wirklich was, ne? Ich versuche es halt mal mit allen Leuten zu quatschen. Bin da offen, dass mir irgendjemand irgendwas über Tracer Tong verraten kann.
My friend and I were about to leave. Hi ho, sir. Ja, dann geht halt. Oh, sure. Wer bist du, ein Säufer? Tun Schmuel. Okay. You see, my class. Where in the US, either you have nothing or you have nothing. Das sieht nach Lager aus. Auch diese Kamera spricht nicht an. Ist das ein Geheimgang? Geheimtür? Nö. Die ist jetzt nicht irgendwie groß versteckt oder so. Vier Dietriche. Mit mir ist es ein bisschen rutschig. Vier Dietriche für da rein. Ich speichere mal. Mal gucken, was es da drin so gibt. Jetzt brauche ich noch drei Dietriche. Und jetzt noch zwei Dietriche. Ich glaube, ein Dietrich macht 25%. Ich zeig gleich mal, was ich meinte mit dem Multitool. Wenn ich jetzt nämlich weggehe, es hätte eigentlich runtergehen müssen auf 15% oder so. Aber weil ich weggeguckt habe zwischendurch, ist es bei 22 hängen geblieben, weil es gerade bei 22 war, als ich weggeguckt habe. Aber jetzt habe ich keinen Dietrich verschwendet, weil ich erst weggedreht habe, als es bei noch einem Dietrich stand. Oh ja, hier ist rutschig. Was gibt's denn hier? Munition! Warum gibt's in einem Restaurant Munition? Das ist doch schon auffällig. Ich glaube, ich hole die Kisten mal runter. Genau. Auf den Boden. Weil da oben muss ich dann so springen und so ätzend zielen. Ne, den will ich nicht. Nein, auch kein Interesse. Das dürfte einfach ein bisschen Munition geben, ne? Noch nicht mal das. Ich dachte eigentlich, man bekommt die Munition, wenn man eine Waffe aufnimmt, die man schon hat. Und noch ein Magazin oder so dazu. Aber irgendwie hat sich das gerade nicht so gelohnt. Ja, ich mach mal wieder zu, damit es nicht auffällt. Was haben wir hier? Ein Karton. Nicht so spannend, irgendwie. Gar nicht mal so spannend. Dumm-di-dumm. Es kriegt hier echt keiner mit, wenn man irgendwas klaut. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, es ist schon irgendwie gut. Ich kann ja alles Mögliche mitnehmen. Da oben war ich schon. Dann gehe ich mal wieder runter. In der zweiten Etage habe ich mich auch umgeguckt. Ich habe mit den Leuten hier noch nicht gesprochen. Look, I was here first. Chen told me himself. If there's a job, I get it. What kind of job? Just back off. I got fired at the quick stop next door without even a warning, and I need the cash. Tough luck. Yeah, well, I'm gonna get them back. And I'm logging into their computer. It's management, password, code 324. One late night, I'm gonna stick it there and trash all their records. What's a quick stop cashier doing working for the Red Arrow? And working it. Thanks for getting me in. Don't you agree? This club is the best of everything. Have a good time. I'll check back with you if I have any more questions. Okay, wo war der Computer? That was so cool, man. Ah, Mercedes. Thank you so much. Do you know Max Chen? He runs this place. No problem. We go way back. Wanna dance? Bet you've got some moves that I haven't seen before. There's only one way to find out. Let me loosen up a bit. Mind if I borrow 10 credits to get a drink? No good. Anything you want. You're so cool, JC. I'm so glad I met you. Na, guck, ob's mir irgendwas erzählt. Hey man, you block the view. Ja, dann geh halt vorbei oder guck woanders hin. Thanks for getting me in. Ich hätte ja gehofft, dass sie irgendwelche Infos haben für mich. Aber ach, das ist nur ein Spiegel. Okay, wo ist der Computer? Wo ist der Computer? Da war er nicht. Internettheke war, glaube ich, auch nicht im Lager. Aber hier oben ist auch kein Computer. Ist das dann unten bei der Dame an der Rezeption? Wie kam ich da noch gleich hin?
Das müsste hier gewesen sein, genau. Haben die hier einen Computer? Nein. Go call a Russian sailor a nasty name. Nein. Hier ist auch nichts. Oder wollte er sich bei Quickstop? Ach so, nein, bei Quickstop natürlich wollte er sich rächen, weil die ihn rausgeschmissen haben. Don't you like to dance? Habt ihr irgendwelche Infos für mich? Ich suche einen Typen. Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Do you know a man named Max? Of course I know Max. A terrific fellow. Do you know where I can find him? In the back room. He runs the whole Red Arrow from here. Hey, you're not with the police, are you? I'll tell you later. Max Chen. Max Chen ist der Anführer der Red Arrow in einem Hinterzimmer. Und hier geht's raus. Da ist kein Hinterzimmer. Hier unten ist auch kein Hinterzimmer, Hello. Höchstens hinter dem Spiegel. Okay. Experiment. Vince. Lawrence. Wo waren die Hinterzimmer? Ist das vielleicht hier oben? Max Chen. Nee, ne? Ihr seid die Russen, genau. Wo ist denn das Hinterzimmer? Wo ist das Hinterzimmer? Das muss ein Stockwerk tiefer sein. Oder ist hier oben irgendwie noch eine Tür, eine versteckte? Ich glaube ja nicht. Da ist er, müsste er. Wie gesagt, da ist er nicht. Im Toiletten, da geht's vor. Ist der Versa-Life-Mitarbeiter? Ist das da eine Tür? Nein. Aber wo ist dann das Hinterzimmer? Und wie komme ich da hin? Und wie kriege ich die Tür auf? Ich fürchte gerade, es ist eine versteckte Tür. Max Chen, der weiß bestimmt was über Tracer Tong. Hier ist nur das Kühlhaus. Ah, Blödsinn. Das ist das Hinterzimmer. Excuse me, sir. This room is off limits to club patrons. I suggest you leave. It's okay. I'm here to see Max Chen. He'll expect me. An American. I hope he likes what you have to say. Mitglied der Red Arrow? Mitglied der Red Arrow? Isaac is letting anybody back in. Mitglied der Red Arrow. Ein Schwert. Kann ich den eigentlich in den Stuhl und am Hintern wegziehen? Nein. Schade. Sicherheitsterminal, ha? Huh? Red Arrow, Red Arrow. Ah, da ist eine Tür. Dann hack ich mich mal hier rein. Das ist der Lucky Money Club. Ist das über Funk verbunden? Das ist ja nirgends angebracht. Oder ist es vielleicht am Tisch fest angebracht? Tick und safe. Türzugang entriegelt, Tür offen. Ach so, das ist die. Nee, die soll zu bleiben. Die Multitools sparen können. Ah, hab ich doch gewusst. Hinter den Spiegeln. Hehe. Ich frage mich, ob man das auch. Ja, das wäre gegangen. Aber ich will ja keinen. Aufsehen erregen. So, das ist schön mit den Fischen. Mit Teppichboden. Und das ist wie heißt das Zeug? Mosaik. Genau, Mosaik. Aus vielen kleinen Steinen. Ein Muster. Fische hier drin. Na gut. Present yourself to the Dragonhead. You're Max Chen, right? You're the boss here? Dragonhead, who are you? I'm looking for Tracer Tong. It is urgent that I find him. This is the headquarters of the Red Arrow Triad. You have come to the last place in Hong Kong he would be seen. I don't understand. I would cut out your tongue, but perhaps you are just ignorant. If you see Mr. Tong, tell him that he and his luminous path associates must return the dragon's tooth or be driven from Hong Kong. What? That is all. Say your business and go. Who does this American think he is? Okay. Ich bin schon wieder weg, aber vorher möchte ich mich in deinen Computer reinhacken.
Das Schöne ist nämlich, dass die NPCs oder die Charaktere im Spiel so schön blöd sind und es nicht mitkriegen, wenn man das tut. Ich habe keine Ahnung, warum. Max von FG. Der Streit zwischen Daryl und Miss Park im Interesse kann nicht länger geduldet werden. Weiter Eskalation verhindern. Ja, okay. Aber ihr seid noch freundlich, ne? Ihr seid noch nicht böse. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen, die Herren. Und viel Spaß noch beim Pokerspielen oder so. Dumm-di-dumm. So, jetzt möchte ich mal noch nebenan gehen und mich da reinhacken. Bei dem Quickstop war es, glaube ich, ne? Die den einen Typen da gefeuert haben. I feel silly. You look da hinten war das gerade. About that dance. I gotta be really drunk to dance when it's almost empty like this. Ein letztes Mal. Hey. Thanks for getting me in. So, und wie schaut's jetzt aus? How about that dance? I got it. Ach, vergiss es. I got it. Thanks for getting me in. Dumm-di-dumm. Seid ihr jetzt feindlich? Ne, ihr rennt einfach nur durcheinander, ne? Hast du vielleicht noch die Credits, die ich dir gegeben habe? Ja, danke. Sie ist nur bewusstlos. Keine Sorge, sie ist nur bewusstlos. Kommt da jetzt irgendwelche Wachen oder so? Nö. Ich habe nicht geschossen. Ich habe niemanden umgebracht. Zigaretten kann ich nicht aufnehmen. Brauche ich nicht. My friend and I were about to leave. Ja. Who are you? Warum geht ihr wieder zurück? I see you in the corner. Ja. Bla bla. Hi ho, sir. Quickstop. Ah, das ist der Laden. Leider komme ich da nicht rein. Ich könnte versuchen. Hongkong, Lucky Money Club. Ja, passt schon. Ich könnte versuchen, von hier hinten schallgedämpft das Ganze aufzuschließen. Dann sehen die nicht, dass ich das war, aber sie wissen es irgendwie doch. Okay, das klappt also nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich in die Luft schieße? Ne, also vom Schuss selber ist das nicht. Das ist wirklich davon, dass ich hier versucht habe reinzuschießen. Und die Steuerung springt gerade, deswegen beende ich mal das Spiel. Und lade mal eben neu. Da war's. Genau. Das heißt, um da jetzt reinzukommen, müsste ich mir entweder den Schlüssel besorgen. Vielleicht von dem Typen. Na, ich glaube, ich gehe rein. Ich habe gerade die beiden Niedrige wieder zurückgekriegt. Okay, auch das ist nicht funktional. Auch das funktioniert leider nicht. Schade. Wie komme ich da rein? Ich müsste also die Tür irgendwie mit dem Schlüssel öffnen. Sonst schöpfen die Verdacht und jagen mich. Oder ich lege mich mit ihnen an, aber das will ich ja nicht. Ich will mich ja nicht mit der Polizei anlegen. Vielleicht finde ich ja noch den Schlüssel irgendwo. Gibt es hier unten noch was? Nein. Kommt mir das gerade nur so vor, oder spinnt der Ton gerade ein bisschen? Ja, das spinnt gerade ein bisschen. Ich frage mich, ob das in der Aufnahme auch so rumspinnt. Ich befürchte aber, dass ja. Und deswegen werde ich jetzt mal noch eben dahin gehen, wo der Jock den Paul immer abgesetzt hat. Das müsste da drin sein. He said no. Genau. Und da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss.